Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Ice to Dell Nummer 2. Ich muss mal draufklicken, damit es funktioniert, genau. Im letzten Part, oder ich habe mir auf dem umgeschaut, wie es mit den zwei lustigen Gestalten da und dem Fass steht. Also ihr müsstet, also ihr könnt entweder den Langbogen erschnorren, so indem ihr halt sagt, ne, hier mein Langbogen und so. Oder ihr könnt die Option 10 Gold anwählen. Das habe ich hier oben auch irgendwo, bla bla bla. Nee, das ist dann schon wieder zu weit weg. Aber ihr müsst halt um 10 Gold wetten, dann würdet ihr 10 Gold kriegen. Habe ich auch gemacht hier. Dann hat man also so 10 Gold hier oben. Oder halt den Langbogen. Aber ich denke mir, der arme Typ braucht seinen Langbogen eh, weil wenn die Goblins kommen und er keine Waffe hat, dann will ich nicht schuld sein, wenn er stirbt, ne? Also habe ich mal 10 Gold geschnorrt. Ansonsten gibt es keine Erfahrungspunkte. Bin schon dabei. Habe ich auch nicht gewusst. Bei ihm hier glaube ich auch nicht, oder? Nein. Genau, schließt keine Wetten ab. Das ist schon mal, wir sind so gute Menschen. Wir sind echt die guten Samariter hier. Nun gut, also in der letzten Folge waren wir bei dem einen dicken Typen und dem anderen dicken Typen unten. Und müssen jetzt nochmal mit Olaf reden, der nicht hier ist, sondern. Oder ist er hier? Ne, drüben ist er beim Loch natürlich. Da, bei dem schönen, schönen dicken, fetten Loch ist er. Falls jetzt der Sound ein bisschen zu niedrig ist, dann werde ich es noch umstellen. Wo ist mein Holz? Ja gut, dann reden wir mit ihm. Hallo Olaf. Habt ihr schon mit Lumba gesprochen? Habe ich kein Holz hier gesehen, hä? Jo, ich habe mit ihm gesprochen. Er sagt, der Kran ist kaputt, hä? Er fürchtet sich. Er schreit vor allem, der Kran ist kaputt. Er fürchtet sich davor, jemand andere mit dem Transport des Holzes zu beauftragen, weil er seine Provision nicht verlieren will. Ah, verdammte Menschen. Bei Clan Gennings Faust, da? Einige von ihnen sind mindestens so stur wie Zwerge. Katapulta-Kran, hä? Ein kaputter Kran, hä? Vermutlich ist das verdammte Schwungrad wieder gebrochen. Oh je, oh je, oh je. Ich kann schon sehen, was blabla, worauf das hinlaufen wird, ne? Nun, ich bin zwar kein Baumeister, aber kein Tischler. Was? Ich bin zwar ein Baumeister, aber kein Tischler. Warum Tischler jetzt Kräne reparieren können, das ist mir auch neu. Zumindest mangelt es mir an Fertigkeiten meines Vaters, genau. Geht mal zu meinem Dad Jorun unten am Hafen und fragt ihn, ob dieser jemanden Baby Grunwald dabei helfen kann, den Kram zu reparieren. Ja? Und sagt diesen Dampfplauderer und Gierschlund von Händler, er würde seine Kommission schon noch bekommen. Ach ja, ich würde jetzt nicht lieber ständig kreuz und quer durch die verdammte Stadt rennen und den sucht den Gegenstand für jeden zweiten Bewohner und eine ganze Verwandtschaft spielen. Könnte ich nicht einen Läufer schicken? Hahaha, aber sicher doch, hä? Und ich werde auch dafür sorgen, dass ihr euch ein Fläschchen Kornmischen Brandy und ein eisiges Gutes mir verdammt nochmal, hä? Möchtet ihr auch eure Hausschuhe und eine Seidenrobe haben, haha? Ja, klar, oder? Hey, ich werde dafür sorgen, dass die ganzen Magier, die hier überall untätig rumstehen, das für euer Reich zaubern, verdammt. Jetzt aber los! Jo, passt schon, jetzt passt mal auf, ihr Kröte. Hey, ihr braucht die Hilfe von Soldaten, verdammt. Wenn ihr unbedingt wollt, dass unser Glück auf der anderen, an einer anderen Stadt machen, dann gehen wir halt, hä? Wir können durch das Loch hier abhauen, ne? Das Tor hält uns nicht auf, hä? Ja, aber dann erklärt doch mal Schar, dass ihr uns praktisch gefeuert habt. Wir wollen noch die ganze Stadt retten und den ganzen Hafen gesäubert haben, hä? Wie sieht denn das aus, hä? Egal. Ich bin sicher, es wird sich richtig freuen, dass sie noch mehr Schwerter zur Verteidigung von Vertagos zur Verfügung stehen oder so. Ja, genau. Volles schlagkräftiges Argument jetzt. Naja, Mann, ihr habt recht. In Ordnung. Ich sage dem flinken Thomas Bescheid. Er soll euch den schnellsten Route durch Dagos führen, hä? Vergesst aber nicht, ihn so rasch wie möglich wieder hier hochzuschicken, klar? Ich habe mit dem schnellen Thomas schon gesprochen. Wo kann ich ihn nochmal finden? Ich habe aber keine Alzheimer. In Ordnung. Ach ja, und da sollte dann die Antwort mit dem Thomas sein, das Olaf uns schickt. Also das ganze Spiel ist ein bisschen, ja nicht verbuggt, aber nicht ganz so unheimlich gut aufeinander abgestimmt. Also dass man nicht jeden Quest nacheinander und hintereinander und kreuz und quer machen kann, sondern die geben halt einem eine Linie vor, die ich manchmal sprenge. Genau. Hallo Thomas. Ich tu's. Ja, genau. Oh Mann, ich wusste, dass ich euch wieder sehen würde. Hey, schon wieder auf Goblins getroffen. Nö, aber. Olaf sagte uns, genau, dass wir uns den steht. Diesmal passt die Antwort. Olaf sagte uns, dass du das schon machen wirst, ne? Na, also gut, was soll ich euch hinbringen? Ich hatte noch was vergessen. Ich würde nämlich gerne in die eigentliche Stadt hinaufgehen, weil man da noch was schön synchron machen kann im Hafen. Genau, deswegen gehe ich jetzt erstmal zu Albrechts Frau. Und ich muss schon wieder eine Frauenstimme reden. Oh nee. Ach Gott, das werde ich nicht hinkriegen. Und nur überlegen, wie man eine Elfe spricht.
Wie spricht man Elfen? Hier in einem vor, weil die sich meistens in den Türen verfangen hier. Hallo, Albrechts Frau. Albrechts Frau? Da, wie heißt sie denn? Sie heißt Elitara. Toller Name. Hallo, Elitara. Als ich die Gerüchte hörte, dass ein Drau in der Stadt wäre, hey, da wollte ich es nicht glauben. Jetzt sehe ich, dass die Gerüchte wahr sind. Ihr gehört zu den Söldnern aus Luskan, oder? Es ist ein ungewöhnlicher Beruf für einen Drau. Also, hey, Drau sind dafür bekannt, Allianzen einzugehen, wenn sie davon profitieren. Und sie ebenso rasch wieder aufzukündigen, wenn sie davon nicht so profitieren, klar? Daher sollte es euch eigentlich nicht überraschen, dass ich den Beruf eines Söldners gewählt habe. Ich sehe auch so vertrauenswürdig auf. Ich hätte hier als Model keine Chancen, deswegen bin ich ja Söldner geworden, okay? Hey, ich verstehe. Hey, ich fürchte, ihr werdet feststellen müssen, dass es euch schwerfallen wird, hier in Targos Vertrauen zu erringen. Sobald ihr jedoch einmal das Vertrauen der Torgosa habt, hä, dann werden sie euch überall hinterherlaufen, wie ein gewisser Matt aus Gothic. Also, was führt euch hierher? Ja, na gut, ja, wir wollten... Genau, wir haben eine Schriftrolle, die man identifizieren kann. Können wir Magie von euch kaufen oder so? Machen wir das mal. Ja, identifizieren. Ach ja, genau, wir finden uns hier. Wir könnten auch hier identifizieren, aber das machen wir später. Sondern, genau, ich muss sie erstmal identifizieren. Moment, kann ich das jetzt schon machen beim Stufenaufstieg? Nein, da muss ich es echt identifizieren. Wie peinlich. ja, magischer Gegenstand bringt da auch nichts, oder? Nee. Jetzt habe ich das Gold her. Weiß jemand, wo ich das Gold her habe? Nee. Komisch. Na gut, ja dann. Ach, ich habe übrigens hier den Trank katzenhafte Anmut identifiziert. Ja. Na gut, dann reden wir halt mit dir. Ja, opa, ich habe schon wieder rausgeklickt. Dann geben wir halt 50 Goldstücke aus, mein Gott. Hier, die ist eh noch so günstig mit 50 Gold. Und zwar hier, abgesenkte Pergamentschriftrolle identifizieren. Die versenkte Pergamentschriftrolle war wohl einst eine Teleportationsschriftrolle. Der Zauber auf ihr wurde jedoch entweder bereits verwendet oder beim Wirken des ist ein Missgeschick passiert. Hupsi. Die Schriftrolle riecht schwach nach Asche und Schwefel. Das wisst ihr auch nur, nachdem man sie identifiziert hat, ne? Vorher konnte sie gar nicht riechen. Abgesehen davon hat sie verschiedene Goblin-Gerüche an sich, die einem das Wasser wahrlich in den Augen treibt. Ich sag mal, wenn ich was identifizieren will, dann rieche ich nicht dran. Dann schaue ich vielleicht nach, was es ist und lese die Schriftrolle, aber pff. Ich habe jetzt 50 Gold dafür ausgegeben, dass die in meiner Schriftrolle kriegt. Ja, Gut, dann sprechen wir nochmal mit ihr und sagen, hey, ihr seid also zurück. Schön, dass es euch gut geht. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, könnt ihr mir sagen, zu welchem Zweck diese Schriftrolle gedient haben mag? Weil ihr habt sie ja nur identifiziert. Ihr habt ja keine Ahnung, was das für eine Schriftrolle ist jetzt. Mal sehen. Hey, gebt mir nochmal 50 Gold, dann schaue ich es mir nochmal an. Oh, es sieht wie ein Zauber aus und der nicht richtig gewirkt wurde. Ja, ich rieche das, ne? Vielleicht ein Teleportationszauber? Außer? Dass diese Schriftrolle wohl zu einem Paar von Schriftrollen gehört. Ein Paar nämlich. Nicht ein Paar, sondern ein Paar. Genau zwei. Man kann damit offenbar eine ganze Gruppe von demjenigen teleportieren, der die Schriftrolle in seinem Besitz hat. Wenn man zumindest ein wenig von Magie versteht, nicht so wie ihr, Depp. Ihr Bauerntrampel. Hey, was bedeutet das, ein Magier, die Goblins in die Höhlen unter dem Hafen teleportiert, ha? Ich bin auch klug. Wie es scheint, haben wir eine Schlange in Targos. Ja und? Macht das jetzt was? Also eigentlich heißt das ja eher eine Ratte, oder? Eine Schlange? Ja, keine Ahnung. Wir müssen etwas gegen diese Schlange unternehmen. Habt ihr Anti-Schlangenspray dabei? Nein? Dann seid sehr vorsichtig. Wenn der Verräter sieht, dass ihr diese Schriftrolle in eurem Besitz habt, dann möchte er sie euch vielleicht abnehmen. Also er wird euch erst ganz höflich fragen und wenn ihr Nein sagt, dann wird er einen rostigen Dolch in euer Auge rammen und euch umbringen. Na gut, dann werden wir mal zusehen, dass wir den Verräter stellen können. Lebt wohl. Gut. Dann machen wir das noch vorher und, meine lieben Leutchen, es gibt Gott sei Dank wieder einen Kampf. Sonst wäre es ja auch zu langweilig gewesen. Ach ja, und mir ist aufgefallen. Ich bin vorbereitet. Genau, dass Traudl jetzt Stufe 2 hat an Defensivkampfweise. Aber ich schalte es kurz aus, weil ich rüste mit Wurfwaffen aus. Weil nämlich jetzt eine Chance besteht, dass ich diesen nächsten Kampf instant gewinne. Und das dann noch besser ist und noch leichter. Wir gehen in dieses Haus. Und wir brauchen auch noch eine neue Stimme, aber das werde ich nämlich hinkriegen. Der lebt eh nicht lang. Wie kann ich euch helfen? Ich